Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3 auf der Nintendo Switch natürlich. Wir sind im letzten Part ja hier angekommen, eben ja in der fünften Welt und machen natürlich hier direkt mit dem ersten Level weiter. Die Welt 5 ist natürlich auch sehr, sehr geil und ja, los geht's natürlich erstmal direkt mit Mario natürlich. Er ist fleißig am Rumjumpen hier schon, auch im letzten Part. Mit Luigi natürlich im Teamwork. Und schaut natürlich jetzt erstmal, ja, wie weit wir hier kommen in diesem Part natürlich. Ich mache die Parts natürlich immer pro Welt, ist immer ein Part. Außer der erste Part, da haben wir sogar zwei Welten geschafft. Frage ist gerade, soll ich da unten den Fragezeichenblock, ja super, holen oder nicht? Jetzt muss ich ihn eh und je holen. Okay, wäre ein Pilz drin? Wenn man groß ist, denke ich mal eine Blume oder so, ne? Ah, hier auch gefährlich mit den Pflanzen hier. Die springen auch so hoch, ne? Oha, das heißt einmal rüber, ja, die schnappen nach einem. Muss man mal schauen, dass man da so ein bisschen rüberkommt. Und hier sogar Stern. Direkt Kettenhund mit Wegmetzeln. Nice, das war's Level schon. Und sogar Level 1 geschafft direkt. Also das ist sehr geil. Das heißt, Luigi ist am Start und kann direkt Level 2 machen dann. Oh, sehr geil. Auch da hinten mit dem Haus, wo man da hochkommt. Später, das werden wir natürlich sehen. Wenn wir dort sind. Luigi jetzt erstmal klein. Und versucht natürlich wie immer sein Bestes hier. Achso, das ist die Welt. Beziehungsweise das Level. Man kann ja irgendwie, glaube ich, runterspringen. Nach unten runter und oben den Weg. Ich versuche mal. Ah. Oben den Weg zu nehmen, aber fall runter, okay. Ja, gibt da irgendwie zwei Wege, wie gesagt. Dann schauen wir erstmal hier unten runter. Ich glaube oben, weiß gar nicht, ist kürzer das Level, kann sein, ne? Ah, hier auch, nicht wahr, oder? Sehr gefährlicher Gegner, schmeißt natürlich die Eisblöcke. Und krieg mich direkt, ist nicht wahr. Somit, ja, Mario versucht natürlich auch wieder erstmal oben hochzukommen. Wenn nicht, gehen wir natürlich, wenn wir runterfallen, unten rum. Hier muss man besser auf dem Block bleiben, auf dem Notenblock. Ja, ich versuche auf jeden Fall wieder oben hochzukommen. Wenn es klappt. Okay, zumindest hochgekommen und direkt ab in die Röhre einmal. Hier würde ich sagen, runterrutschen. Hier auch wieder rutschen. Okay. Was wäre hier oben? Also hier wird es noch weitergehen. Frage ist, soll ich den. Ich glaube, ich gehe erstmal in die Röhre. Oh, nice. Hier zumindest schon mal Feuerblume und ich denke mal wieder so ein paar One ab, oder? Ja. Da ist so eine Art Bonusraum. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Ja, Leben kann man nicht genug haben, vor allem in der letzten Welt. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, auch auf den Bowser in der letzten Welt und so. Ist auch schon länger her, wo wir das online gezockt haben mit Riso und so. Und direkt Stern geholt, okay. Immerhin. Sternkarte ist immer gut. Und ich sehe gerade, das Pik ist wieder aufgetaucht dort. Das heißt, einmal direkt mit Luigi rein. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Also hier war, glaube ich, eine 20er Münze und ganz rechts ist eine 10er Münze. Muss ich mir mal merken. Also im letzten Part hatten wir schon das einmal hier mit den Bildern. Da ist die 20er. Ja, nice. Das heißt, einmal einen haben wir richtig. Da müsste ich wieder raten. Bei der Blume. Da ist die 10er, okay. Das heißt, beim nächsten Mal könnte man die 10er Münze auf jeden Fall aufdecken. Ja, Luigi könnte einmal direkt ins Pilzhaus rein, würde ich sagen. Ruhe ist eigentlich wieder egal, nämlich glaube ich die goldene Mitte. Nice. Somit das nächste Waschbärkostüm, das erste in diesem Part.
Im letzten Part hatten wir am Ende ja schon ein Waschbärkostüm. Und das ist auch sehr nützlich. Also vor allem hier in dieser Welt, finde ich eigentlich. Das heißt, erst mal Luigi rüber. Jetzt die Frage, verwende ich das direkt? Nee, nimm Stern. Und hol mir dann so mit Stern aber den Hammerbruder hier. So ein zwei sind das wir. Und somit, ja super. Wieder nur ein Stern. Stern eingesetzt und Stern wiederbekommen, okay. Mario muss natürlich auch noch rüber. Dann wirst du direkt den nächsten Anlauf. Ich muss übrigens immer noch den Film, also den neuen Super Mario Bros. Film, muss ich immer noch gucken. Habe ich noch gar nicht geschaut im Kino. Ich würde sagen, hier schaue ich erstmal direkt in Level 3 rein und dann machen wir die Burg, oder? Ah, direkt Stachelgegner hier, kann ich sein. Muss man extrem aufpassen. Ach, das ist die Welt mit den Schuhen hier. Stimmt. Haben die Schuhe so angehoppelt. Und man kann auch da rein dann noch. Sehr, sehr cool. Auch die Erinnerung vor allem an damals, wo man da so als Kind durchgerannt ist. Mega cool. Hier die Bonbons, die hobbeln wir weg. Und hier können wir natürlich jetzt ganz gechillt auf den Blumen stehen bleiben, wo. Sebastian schreibt noch, dann mal los ins Kino. Ja, den muss ich unbedingt schauen. Und er läuft da irgendwie noch zwei Wochen irgendwie. Irgendwas hatte ich ja gesehen bei uns im Kino, hier bei uns in der Stadt. Werde ich auf jeden Fall noch schauen. Und direkt Schuh verloren sehe ich gerade, super. Ich habe schon viel Gutes gehört und die Trailer waren auch schon geil, ne? Und wenn er auf Blu-ray kommt, dann bestelle ich den natürlich auch. Der kommt natürlich auch in die wunderschöne Sammlung. Okay, ihn haben wir einmal gekickt. Ja, bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und Universal Pictures hat letztens sogar auf YouTube so ein Musikvideo zu Peaches online gestellt, hatte ich mir auch angeschaut. War schon ganz lustig eigentlich. Ich würde sagen, hier behalte ich das Blatt. Die Blume lasse ich erstmal weg, oder? Ja. Da habe ich fast gekriegt. Und einmal durch. Was? Sebastian schreibt doch, ich habe ihn fünfmal geguckt. Echt? Warst du schon fünfmal im Kino? Krass. Das ist auf jeden Fall krass, würde ich sagen. Fünfmal direkt. Ja, ich lasse mich überraschen. Also ein paar Ausschnitte kenne ich natürlich. So ein paar Szenen kennt man da allgemein aus den Trailern und so. Da sind schon viele interessante Sachen bei, auf jeden Fall. So, Luigi nimmt auf jeden Fall erstmal Waschbärkostüm. Und schaut dann direkt in die Burg hier in der fünften Welt rüber. Bin mal gespannt, ob es schwierig wird oder nicht. Ah, hier kann man übrigens so hoch, ne? Stimmt. Da konnte man da oben irgendwie, ich glaube, hochfliegen. Das ist aber schwierig. Vor allem links ist ja hier der Block. Also er hier. Ah, nein. Und er kriegt mich natürlich direkt und so bekomme ich nicht hoch. Jetzt habe ich sogar den Block hier weggehauen. Dann würde ich sagen, schauen wir natürlich rechts erstmal rum. Aber hier wäre wieder das Blatt. Ich würde sagen, dann versuche ich natürlich nochmal hochzukommen. Es wird schwierig, da hochzufliegen, oder? Nein. Ist nicht wahr, oder? Direkt das Blatt natürlich wieder verloren. Und direkt klein. Ah, das ist auch sehr gefährlich, da kann man unten gar nicht stehen bleiben.
Oha. Aber geschafft. Und aber durch. Ja, hier einmal rüber. Und schnell durch, oder? Ja, einmal schnell durch. Okay, ungeschafft. Okay, dann sind wir schon bei ihm. Blöd ist jetzt nur, dass ich klein bin. Mit Luigi hier. Ich würde sagen, einmal drauf, direkt wieder drauf und schnell wieder drauf. Und sogar direkt geschafft. Nice. Ja, da muss man mal schön schnell drauf springen. Dann klappt das auch. Somit Level geschafft. Borg auf jeden Fall abgeschlossen. Und sogar direkt eine Brücke. Einmal links rüber. Das heißt, wenn man Game Over gehen sollte, könnte man die Brücke jetzt nehmen, no? Ja, hier schauen wir natürlich erstmal zum Peak. Was ich am meisten immer versammel hier. Nein, direkt falsch natürlich, war klar. Sogar dreimal direkt drei verschiedene genommen. Hammerbruder nimmt natürlich wie immer gewohnt mit. Wieder zwei natürlich. Aber gekriegt. Du hast sogar ein Blattchen noch. Das passt. Ja, und natürlich weitere AP-Finger. Ich denke mal, die werden wir in einigen Levels noch brauchen. So, das heißt, wir können jetzt hier oben rechts auf jeden Fall durch. Durch dieses Gebäude hier. Und dann kommen wir natürlich auch zu einem anderen Bereich. No? Hier direkt Pilz einnehmen. Und haben wir schon durch. Ja, also eigentlich kann man sagen, so ein Zwischenlevel, um einmal durchzukommen zu der nächsten, ja, beziehungsweise zum nächsten Abschnitt. Oh, das ist gefährlich. Hier habe ich früher übrigens immer alles kaputt gehauen mit den, wenn man jetzt die Feder hat, kann man hier die Blöcke kaputt hauen oder so. Hoffe, dass ich nicht sterbe. Da haben wir auch schon so Lampen hängen. Ach stimmt, hier musste man irgendwie hoch. Ja, und somit sind wir oben angekommen mit Luigi, zumindest schon mal speichern natürlich. Und haben dann auch das vierte Level. Jetzt natürlich erstmal Mario dran. Mario muss natürlich auch noch einmal schnell durch. Hat aber zum Glück Blatt, beziehungsweise die Feder hier. Ja, super. Und verliere die natürlich direkt. Und auch direkt wieder klein mit Mario. Schade, wenn ich jetzt die Feder noch gehabt hätte, hätte ich vielleicht mal so ein paar Blöcke kaputt gehauen. Aber. Ja, zumindest schon mal bis hier hin einmal hoch. Und hier wieder der Koopa. Sehr gefährlich. Ja, somit Mario auch einmal oben angekommen. Okay, das heißt, wir können mit Luigi direkt in Level 4 natürlich hier oben in die wunderschöne Welt. Ja, ins Himmelreich sind wir jetzt gekommen hier. Und hier sind auch einige schwere Level dabei. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
Aber wir werden natürlich alle versuchen, wir haben auch so ein paar P-Finger. Hier muss ich schauen, wo muss ich rechts hin? Einmal rüber, oder? Ja. Aha. Also bei den drehenden Plattformen muss man echt schauen. Aber gerade noch so geschafft, okay. Auch der Soundtrack in den Levels immer wieder geil, oder? Wenn man den hört. Aber rübergekommen, yes. Ich würde sagen, das war schon mal sehr gut. Ohne einmal runter zu fliegen und dann kommt er hier noch, ne? Klar, war ja klar, lieber schnell zum Zielen. Kommt er noch und schmeißt seine Stachelgegner natürlich noch. Die kleinen Stachis. Können auch sehr, sehr nervig werden, ne? Aber geschafft. So mit Mario. Schau mal kurz, die P-Finger haben wir 1 von 4 Stück sogar insgesamt. Krass. Da heben wir natürlich erstmal auf. Ich würde sagen, direkt mit Mario einmal Level 5 reinschnuppern. Ja. Und natürlich direkt in den Goomba rein. Einmal auf Koopa rauf. Und in den Goomba reingehüpft. Dann kommt Luigi und macht Level 5, würde ich sagen. Der springt wenigstens auch ein bisschen höher. Auch so ein bisschen anders und so. Ah, ja, was mach ich da? Alles runtergefallen. Ich würde sagen, hier bei den Röhren, da schau ich mal. Kann man da kaputt machen? Aber kann man nicht rein, oder? Doch hier. Okay. Nice. So mit Waschbärkostüm. Also es hat was. Kann man sich schön zur Statue verwandeln. Oh, jetzt hat er mich fast getroffen eben. Ich möchte auf jeden Fall das wunderschöne Waschbärkostüm, würde ich sagen, behalten. Haben wir schon durch unsere Sternkarte. Ja, würde ich sagen, passt, oder? So mit Mario mit seinen 7 Leben. Würde ich sagen, mit Mario auf jeden Fall erstmal ins Torthaus und ja, direkt ein Item holen. Somit kann er sogar direkt Feuerblume einsacken. Würde sagen, die verwende ich sogar direkt, oder? Sind wir wenigstens groß und schauen hier natürlich auch nochmal. Ja, mit den 3 Teilen, die ich ja immer versammel. Okay, Pilz müssen wir schauen. Oha. Aber hingekriegt. Ah, ich glaube, das wird nichts. Doch, nice. Somit 2 One-Up. Ich würde sagen, das Part ist Highlight, gerade hier in dem Part. Meistens versammle ich die auch, wie man es erkennt. Ich würde sagen, hier erstmal in Level 6 rein, oder? Wir machen das so nach chronologischer Reihenfolge. Ah, ich glaube, das ist das Level, was ich noch schwer in Erinnerung habe. Stimmt, hier sind diese Teile, auf denen man so raufspringen kann. Ah, da fliegen die natürlich so nach oben, okay. Ah, nein. War klar, oder? Gut, mit Luigi habe ich wenigstens Waschbärkostüm, das heißt, ich kann mit der Feder den Sprung natürlich so ein bisschen abfedern, beziehungsweise ganz langsam runter. Sollte eigentlich besser klappen. Ja, klappt auf jeden Fall ein bisschen besser. Auch allgemein so. Ja, super, jetzt haben wir mal Waschbär nicht mehr. Allgemein spielt sich das mit Luigi auf jeden Fall ein bisschen besser. Ah, nein. Ist nicht wahr.
Direkt natürlich runter kann ich sein. Nur weil ich auf den Notenblock irgendwie nicht richtig hochkomme. Okay. Frage ist, soll ich hier MP-Finger einsetzen? Wir haben 4 Stück, könnte man natürlich aufheben für die letzte Welt. Ich würde sagen, erstmal versuche ich so noch 1-2 Anläufe. Wenn es dann nicht klappt, setze ich MP-Finger ein. Ja, aber am liebsten würde ich die aufheben. Kann nicht sein, oder? Direkt gestorben, okay. Also, wie viele Items hat Luigi? Er hat auch noch Stern, Froschkostüm, super. Stern bringt eigentlich eher nichts, würde ich jetzt sagen. Dann Luigi Start. Sollte jetzt aber sterben mit dem P-Finger. Aber er springt wirklich auch so ein bisschen weiter und so, das bei Luigi schockt das richtig. Nein, kann nicht sein. Und unten direkt ran. Kann nicht sein, oder? Ich würde sagen, einen letzten Versuch mit Mario. Einmal ohne Finger und sonst. Oh gut, Luigi müsste ja auch gleich, er hat da keine Finger noch. Also einmal Versuch so, beziehungsweise zweimal mit Luigi. Und dann nehmen wir auf jeden Fall einmal so einen P-Finger ein. Ich glaube, das gibt sogar noch eine schwierigere Mission, beziehungsweise Level. Ey, muss man immer nur schauen, dass wir auf die Gegner hier raufspringen. Ja. Und sie am besten natürlich nicht treffen lässt und so. Ja. Immerhin ein bisschen weitergekommen. Das Ganze sogar ohne P-Finger noch. Zumindest im Moment. Ja, super. Jetzt kommen wir da noch immer einmal drauf bei dem, oder wie? Aber geschafft. Okay. Was, das war's schon? Okay, somit sogar 3 Sternkarten und ganze 5 One-Up, no? Ja, passt, würde ich sagen. Dafür, dass wir jetzt ein paar Mal gestorben sind. Ich wollte sogar einen P-Finger eigentlich nehmen, jetzt haben wir es doch so geschafft, das passt. Das heißt, Luigi kann direkt hier aber rein. Mit Sternchen natürlich, in Level 7. Also ich bin der Meinung, da kam eigentlich noch ein schwierigeres Level. Sicher bin ich mir gar nicht mehr. Oder war es das, was wir gerade absolviert haben? Ne, irgendwo war noch ein Level, wo man irgendwie so nach oben fliegt. Ich glaube, das kommt noch. Da würde ich dann aber wirklich wahrscheinlich dann den P-Finger einnehmen. So, erster Versuch in Level 7 leider gescheitert. Ich würde sagen, sind wir mit Mario. Schauen wir nochmal. Erstmal ins Torhaus hier. Immerhin eine Feder. Ich würde sagen, die nehme ich sogar direkt. Und schau somit erneut in Level 7 einmal. Klar, verliere natürlich direkt meine schöne Feder hier wieder. So mit Blatt. Ist da irgendwas in den Blöcken drin? Glaub nicht, oder? Immerhin kommen wir durch die Röhre. Ich muss nur schauen, was uns erwartet. Immer ein Sternchen, nehmen wir mit. Und noch ein Stern sogar. Super. Nur leider runtergefallen. Aber einfach schnell durch, würde ich sagen.
Und sogar direkt nächster Stern, das passt. Aber eigentlich schnell durch. Und sogar direkt zum Ziel, aber. Nice. Somit Level abgeschlossen. Und wieder natürlich Sternchenkarte. Ah, ich sehe gerade, wir haben übrigens jetzt hier eine Burg. Ja, die aus Eis ist, glaube ich, weil die so blau gefärbt ist. Ja, schauen wir direkt rein. Ah, ich glaube, die wird schwierig. Vor allem hier jetzt auch, ja, mit den Feuerflammen, genau. Kommt natürlich auch von oben. Ja, klar. Und direkt in die Flamme natürlich. Die Flamme kommt sogar direkt nach oben hoch. Nicht wahr? Ne, P-Finger setze ich hier natürlich nicht ein. Ist nicht wahr. Direkt abgerutscht unter die Lava rein. Jetzt sehe ich gerade, ist der Gegner da, ne? Haben wir noch einen Stern mit Luigi? Ne, leider natürlich nicht mehr, super. Ja, versuche ich so. Hammer Bruderbaum haben, gibt immerhin Item. Hoffe ja nicht, dass es wieder nur ein Stern ist. Okay, wieder so ein Teekesselchen hier. Ja, bringt mir nichts. Die möchte ich eigentlich gar nicht einsetzen, weil die Gegner malen natürlich alle mit. Das heißt, die Teekesselchen werde ich nicht einsetzen. Okay, schauen wir mal. Mario wieder am Start. Der sich am Busch anders steuert wieder. Ja, eigentlich nur ein bisschen abwarten. Und dann rüber. Ich sage, hier lasse ich erstmal den Gegner unten durch. Ja, immerhin Sternchen, das passt. Das heißt, die Feuerflammen können wir so wegkicken. Ich muss schon sagen, die Burg ist schon ein bisschen schwieriger. Zumindest als die aus den ersten vier Welten, ne? Ich finde die Boohoos so geil. Wie die immer lachen, ne? Sehr, sehr cool. Okay, somit sogar geschafft und direkt bei ihnen jetzt hier. Das heißt, einmal schon dreimal auf den Kopf hüpfen. Das so schnell wie möglich. Er wollte sogar, glaube ich, gerade wieder fliegen eben. Aber somit geschafft. Und Burg direkt abgeschlossen sogar. Ich würde sagen, Highlight. Rechts haben wir wieder das Pickhäuschen da. Bisschen das Pickteil. Ja, direkt mit Luigi erstmal schauen. Wir haben ja die 10er Münzen, hatten wir ich glaube eine war rechts und die andere, wo war die noch? Ich glaube hier oder so, ne? Oha. Ne, das ist Stern, okay, super. Stern war aber, glaube ich, Moment. Hatten wir nicht hier auch irgendwie Stern auf der Seite? Ja, Tatsache, da ist direkt Stern. Wo war die andere 10er Münze? Ich glaube hier oben. Ne, da ist One-Up. Dann war die dort, glaube ich, die 10er Münze. Ah, okay, die blaue Blume war, glaube ich, ja, direkt dort. Das heißt, die haben wir auch. Und dort wäre Pilz. Ja, oben links ist dann wieder blaue Blume. Müsste man sich merken fürs nächste Mal dann. Ich meine, ich sehe gerade, wir haben hier dieses, ja, dieses Herz wieder. Das haben wir im letzten Part in der Welt da auch schon gehabt. Setze ein zweites Bild zusammen für einen weiteren Preis. Dies ist deine Chance auf ein 7-Up. A 7-Up.
Ist das übrigens neu in der Advance-Version? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Aber hier ist auch dieses goldene Blättchen. Müsste man versuchen zu bekommen. Ja, das war schon mal richtig. Oh, nice, nice, nice. Ah, das war glaube ich falsch. Nein, kann nicht sein. Aber war schon mal ganz gut, muss ich dazu sagen. Ja, somit weiter geht's in Level 8. Und ich glaube, das ist sogar das Level, oder? Was ich jetzt gerade so eine Erinnerung hatte, ne? Ne, ist glaube ich nicht. Es gab noch aber eins hier in der Welt, wo es nachher später irgendwie nach oben hochgeht. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oder es ist das 9. Level, was noch kommt. Er nervt natürlich extrem. Mit seinen nervigen Stachelgegnern. Kann nicht sein, oder? Und sogar direkt klein. Ich würde sagen, lieber schnell durch. Und direkt sterben sogar wieder. Ich glaube, das könnte sein, dass Level 9 ist, was ich so in Erinnerung habe, wo man so nach oben fliegt. Wir werden es sehen. Schauen wir direkt rein mit Mario. Ja, das ist das genau. Das ist das, was ich eigentlich meinte. Wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, werde ich wahrscheinlich P-Finger einnehmen. Aber erstmal schauen wir so rein. Wir sind jetzt ja erstmal frisch hier gerade angekommen. Vor allem oben wird es natürlich gleich noch schwieriger später. Genau, da ist auch hier dieser Feuerkettenhund. Was ist eben, wie man den Gegner nennt. Aber der nervt extrem. Oha. Das war gerade sehr gefährlich. Aber geschafft. Sehr cool. Und sogar direkt so mit dem ersten Anlauf einmal durch. Das ist krass. Ich würde sagen Highlight gerade, weil das ist auch schon länger her, wo ich das Level gespielt habe hier. Muss ich sagen Highlight. Das ist eigentlich ein sehr schwieriges Level. Muss ich dazu sagen nochmal. Da sind wir sogar direkt beim Schloss. Können wir natürlich zum Anfang eigentlich, da wir mit Luigi sind, direkt Stern einnehmen. Ja, und natürlich ins Schloss rein, oder? Würde ich sagen. Oh, wie furchtbar. Der König wurde verzaubert. Bitte finde den Zauberstab, um ihn zurück zu verwandeln. Ja, werden wir schon hinkriegen, hoffe ich doch. Nächstes Schloss und nächstes Luftschiff natürlich. Natürlich erstmal mit Stern. Also ich kann schön auch die Flammen rein, aber jetzt natürlich nicht mehr. Ja, zumindest Pilz, das ist sehr gut. Ja. Und natürlich direkt klein geworden. Ah, sehr gefährlich hier mit den Kanonen. Vor allem die links, die sich so drehen. Jetzt wäre ich fast in die andere reingesprungen eben. Oh, aber ich sehe, wir haben es geschafft. Und war klar, hier ist diesmal natürlich kein Fragezeichenblock noch. Auch kein Versteckter. Ja, super. Da muss ich auf jeden Fall klein rein und den Boss klein machen hier. Ah, nein. Und direkt natürlich in seine Fratze reingesprungen. Kann nicht sein, oder? Somit haut das Luftschiff natürlich ab. Aber das ist, ich glaube, das ist Roy heißt er, glaube ich, ne? Der Boss hier. Super. Jetzt ist das Luftschiff weg. Und wir müssen natürlich runter in die untere Welt. Das heißt, einmal durch die Röhre zurück. Direkt in seine Fratze reingesprungen, kann nicht sein.
Ja, da ist es auch schon. Das heißt, somit Mario Start. Erster Versuch für Mario zumindest. Also am besten wäre natürlich, wenn man groß, also mindestens groß ankommt da. Das ist hier die Blume. Am besten natürlich behalten, oder? Gar nicht so einfach immer mit den ganzen Kugeln. Ah, und direkt Blume natürlich verloren. Aber immerhin groß, das ist sehr gut. Das heißt, somit direkt drauf. Das erste Mal haben wir ihn. Zweimal sogar direkt. Und yes! Direkt dreimal und geschafft. Ich würde sagen, Mario, der Meister Mario, hat es geschafft. Und somit haben wir auch diesen König befreit im Schloss, was natürlich sehr, sehr geil ist. Ich glaube, der Koopa, den wir gerade besiegt haben, wie gesagt, der hieß, glaube ich, Roy, ne? Ich der Meinung. Ja, dann sehen wir auch schon den König, wie er aussieht. Sehr geil. Oh, großartig, fantastisch. Ich habe meine alte Gestalt zurück. Tausend Dank. Hier ist ein Brief von der Prinzessin. Vermute mal wieder entweder P-Finger oder Wolke. Ne, Wolke diesmal, okay. Im letzten Schloss haben wir P-Finger bekommen, ne? Sei gegrüßt. Vorsicht in der Eiswelt. Bei Wärme erwachen im Eis gefangene Kreaturen zum Leben. Anbei ein Geschenk, das dir helfen wird. Prinzessin Toadstool. Ja, eigentlich ja Peach. Hier ist ja noch Toadstool. Und Welt 5 natürlich somit komplett abgeschlossen. Ich würde sagen, mega, mega, mega cool. Und Welt 6 ist natürlich auch mega geil. Wenn wir hier jetzt nochmal schauen, dass die Eiswelt, habe ich auch sehr schöne Erinnerungen an damals und so. Frage ist, ob ich noch einen weiteren Part starten soll, weil das hier ist jetzt ja ein Part gewesen, eine Welt ist aber ein Part zu diesem Let's Play. Ja, ich würde sagen, kurze Pause und vielleicht gleich ein weiterer Part zu Super Mario Advance 4, das müssen wir dann in der Pause auf jeden Fall entscheiden. Ja, wie gesagt, kurze Pause und bis gleich dann.